Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Mountain Blade Solo mit mir, dem Yakinator und Jeremus, Nisa, Manit und insgesamt 43 tollen Leuten. Und wir sind auf dem Weg hier, um weiter Geld zu verdienen. Wir wollten uns ja was leisten. Ich guck mal gleich ins Inventar rein und was war's, was wir uns leisten wollten? Ja, wir wollten uns den Champion Hunter leisten, beziehungsweise den Heavy Charger. Und da bin ich jetzt einfach mal auf der Suche. Auf der Suche nach Sea Raidern. Ja, und ich habe ein bisschen mit meinem Mikrofon rumgespielt, werdet ihr merken. Ich hatte in den letzten Sessions immer Soundprobleme, das heißt, ich hatte immer schon einige Soundprobleme. Das heißt, wenn man den Bass ein kleines bisschen aufgedreht hat bei meinen Let's Plays, ihr könnt es ja mit den alten Folgen mal versuchen, dann hat man gehört, dass es doch ziemlich gebrummt hat. Und jetzt habe ich einen Weg gefunden praktisch, um mit meinem Mikro diese niedrigen Frequenzen automatisch auszublenden. Und bin total froh erstmal. Ja. Da muss ich das nämlich nicht extra nochmal durch so ein Soundbearbeitungsprogramm durchjagen, wo das dann mehr recht als schlecht hingefutzelt wird, indem ich da einige Frequenzen ausblende. Nee, nee, das haben wir jetzt ganz elegant gelöst, hoffe ich doch mal. Und vielleicht wird es noch ein, zwei Folgen dauern, bis hier die Feinabstimmung gefunden ist, aber das ist doch kein Problem für euch, oder? Beziehungsweise eine Session oder so. In der nächsten Session wird alles gut sein. So, und jetzt kommt mal hier, Sea Raiders. Ich will meine Truppen ein kleines bisschen ausrüsten und aufrüsten. So, ihr blöden Looters. Rennt nicht weg, stellt euch mir. Ja, jetzt sind wir schon fast zu viele praktisch. Und es fällt uns immer schwerer hier... Looter? Hä? Haben die mich jetzt abgefangen? Ja, die haben mich jetzt abgefangen. Oh, super. Okay, und charge the enemy, würde ich sagen. Gegen die Looter, kein Problem. Achso, ich sag mal... everyone, hold this position. So, Infantry, hold this position. Archers, hold this position. Und Infantry, hold nochmal this position hier. Und die Cavalry, die followed me. So, beeilt euch mal ein kleines bisschen. Und zwar heftig hier. Ah, ich bin mal gespannt. Also ich lasse vielleicht auch mal die Fußtruppen auf die anderen Truppen aufeinander prallen oder so. Ach, egal. Everyone, charge. Everyone, charge. So, jetzt geht's aber los hier. Und gegen die bösen Sea Raider. Und ich habe mir übrigens mal die Freiheit erlaubt, einige Sounddateien zu verändern. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Werdet ihr ja sehen. Oh, jetzt habe ich jemanden von mir selber abgeschossen. Au, au, au. Das ist nicht gut. Dass wir da in die Richtung geritten sind. Aber ansonsten, die Looter sind natürlich wirklich kein Hindernis. Aber wir haben es ja auf die Sea Raider abgesehen. Denn die Sea Raider, die werden zum Problem. Die bösen Sea Raider, ja, und Yakinator der Weise glänzt im Mondenschein. Das ist für ihn schon fast normal. Super, und die Vega Horsemen, Vega Veteranen sind aufgelevelt. Und ein Vega Horseman haben wir dazu gekriegt. Super, super, super. Okay, Nomad Boots, Chip Falchion, nee, mehr brauchen wir nicht mitnehmen. Wo sind jetzt diese, sind die jetzt etwa abgehauen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da sind noch Looter. Wo sind denn hier wo sind denn hier die ganzen Sea Raider? Das kann doch wohl nicht angehen, dass die hier einfach verschwinden. 5,1 und ich habe 4,8. Ah, und der ist auch 5,1 schnell. Schade, schade. Also das wird uns sehr schwer fallen hier. Okay, ab nach Udinyad. Mal gucken, ob wir... Jawoll! Die Nord-Volunteers. Nordleute rekrutiere ich generell sehr gerne, weil es sehr starke Nahkampftruppen werden. Wird zwar keine Reiterei, aber auf jeden Fall... super Leute für Belagerungen oder halt offene Feldschlachten oder Quatsch, offene Feldschlachten, was sage ich denn da? Schlachten im Gebirge oder sowas, wo die Reiterei eh so ein kleines bisschen im Nachteil ist. So, jetzt nochmal nach Kulum kurz. Die rennen wirklich alle vor mir weg. Ich weiß gar nicht, was los ist hier. Warum habt ihr Angst vor mir? Kommt! Ich nehme euch in die Arme! Ihr Sea Raider, ihr. Ah, natürlich werden wir jetzt immer langsamer, 4,6 nur noch. Das heißt, es wird mal Zeit, dass wir auf einen Lord treffen oder sowas. Oh, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. So ein Lord. So, jetzt gucke ich nochmal in Sargoth vorbei. Ach, die rennen alle weg. Ihr Feiglinge! Eine Wegekarawane. Okay, die sollten wir jetzt wahrscheinlich nicht angreifen. Gehen wir mal zum Marktplatz. Wir haben ja leider nichts einstecken hier. Oh, das ist aber ein schönes, spitzes Schwert. Na gut, damit können wir nicht viel anfangen. Oh, Reinforced Iron Greaves. Wenn ich mir die jetzt leisten könnte, für 27.621. Eieiei. Die normalen Iron Greaves können wir uns aber schon leisten. Für, ach, die sind aber auch ganz schön teuer, ehrlich gesagt. Nee, dann nehme ich Abstand davon.
So, dann nochmal zum... Oh, ein Champion Warhorse, auch nicht schlecht. Aber ein Heavy Charger, das ist doch mal was Schönes hier. Yam, yam, yam. Oder ein Champion Warhorse. Na gut, okay. Es ist wesentlich schneller als der olle Charger. Also es ist richtig schnell eigentlich. Leider nur Charge 20, also weniger als Horst praktisch. Und Lebenspunkte hat er auch weniger als Horst. Nee, dann nehmen wir den Heavy Charger. Und dann wird der Heavy Charger uns jetzt unterstützen hier. Der, wie gesagt, traditionell namenlose Heavy Charger. Achso, hier und den, das Feldzeug. Das werden wir auch gleich mal verkaufen. Das habe ich ganz vergessen. So, und Return. Fleisch haben wir ja noch genug. Aha. Was bleibt übrig? Ja, in die Taverne vielleicht. Lasalied! Welcome back, my friend. Sehr schön. Und wer ist da? Mercenary Crossbowman. Vielleicht können wir dich mitnehmen. Ja! Okay. 861 Dinare. Jetzt sind wir völlig blank, fast. Fast. Macht euch keine Sorgen, Leute. Das wird hier alles richtig gut. So, jetzt können wir die Sea Raider vielleicht noch überraschen oder so. Ne, 2,7 haben wir leider nur. Okay. Dafür immer mehr Gefährten jetzt. Haben wir wieder 5 insgesamt. Also mit mir praktisch. Mit Yakinator, dem Weisen. Und wie ihr seht, ich weiß nicht, ob das bei der Folge jetzt auch der Fall ist, aber ich glaube, es wird der Fall sein. Werde ich auch diese Folge mit dem neuen Programm rendern. Es dauert zwar wesentlich länger, aber die Qualität ist dafür auch etwas beeindruckender. Ja, ich lese gerade hier von so einem Zettel ab, deswegen schwankt die Soundlautstärke jetzt auch ein kleines bisschen, weil ich meinen Kopf immer hoch und runter drehe. Aber egal. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass wir da irgendwie einen Standard finden könnten, schön. So, 50 Sea Raider. Na, das ist doch mal schön. Kommt mal her. Nein, ihr rennt nicht weg. 4,5, 4,6. Euch kriege ich. Ah, knapp daneben. Verdammt. So. Aha. I will drink from your skull. Natürlich, sagst du. 61 gegen 50. Das wird ja mal spannend. Okay, everyone, hold this position hier. Gut. Und dann werde ich mal wirklich ganz strategisch vorgehen diesmal. Wahrscheinlich, hoffentlich. So, und Archers, ihr könnt euch mal hier hinstellen. Die Infanterie, die kann sich mal da hinstellen. Und die Kavallerie, die folgt mir. Und zwar diesmal wirklich. Nicht, dass die hier wieder irgendeinen Quatsch machen. Oh, und ich werde schon beschossen mit irgendwelchem Zeugs. So. Und jetzt halten wir ein kleines bisschen auf. So, haha. Direkt ein Headshot, wie es aussieht. Und noch einer. Manoveta, wir haben heute Glück. Diese Session ist gesegnet. Tamtam von Yakinator dem Weisen höchstpersönlich. Und meine Fußtruppen stellen sich schon mal auf. Ah, irgendjemand wurde hier bewusstlos gehauen von irgendjemand anderem. So, es werden immer mehr Leute bewusstlos gehauen, beziehungsweise meine ganze Kavallerie wird eigentlich bewusstlos gehauen. Und jetzt greife ich mal zum Schwert. Und Angriff! Alle machen Angriff. Oh, scheiße. Jetzt bin ich an was reingeraten hier. Na gut. Gott sei Dank habe ich ja jetzt meinen Heavy Charger am Start. Okay, und everyone. Und everyone. Charge. Achso, Charge, ja, Charge. So. Und ein paar Sea Raider sind leider noch übrig geblieben. Und das müssen wir natürlich ändern. So, und hier kommt meine gloriöse Armee, die hoffentlich ein kleines bisschen überleben wird. Also von der ein paar Leute bestimmt überleben werden, aber nicht alle. Das kann ich eigentlich garantieren. Also ich sehe hier schon die roten Schriftzüge wieder so unterbewusst am Rand. Das bedeutet nichts Gutes. Aber ich gebe mir große Mühe, dass das hier einigermaßen funzt. So, da ist einer in Bedrängnis. Oh, der wird gleich weggehauen. Ja, habe ich doch gesagt. Gut, dafür haben wir da jetzt gleich 2 mitgenommen. Oh, und wir sind anscheinend im Moment in der Überzahl. Und meine Bogenschützen leisten hier gute Arbeit. Das muss ich ja mal ganz klar hervorheben. Die stehen da und mir nichts, dir nichts. Strecken Sie den Feind nieder. Und Yakinator der Weise hat die Ehre, hier den letzten Schlag zu führen. Wunderbar. Ah, ja. Juhu, der Jubel ist groß. Tja, und meine Truppe ist jetzt ein kleines bisschen kleiner. Aber dafür sind natürlich auch viele aufgelevelt. Oh, jawoll. Und 6 Horsemen. Und endlich könnten mal die Horsemen eigentlich auch
Ja, ich mache jetzt erstmal Nord Footman hier alles. Nicht so viele Bogenschützen. Eigentlich könnten die Horsemen auch langsam mal zu Rittern aufleveln hier. Was soll denn das? So, den Leuten geht's gut. Nisa, ja, ich weiß nicht. Wir können ja mal gucken. Vielleicht gibt es ja hier schöne Sachen für Nisa. Ich glaube allerdings, da ist nicht so, war so viel für ihn dabei. Aber auch noch so ein Helm oder sowas. Ja, nehmen wir das mal mit. Dann Party. Oh, und es sind noch ein paar aufgelevelt. Sehr schön. Noch ein paar Wege Horsemen. Einen Nord-Trained Footman haben wir jetzt schon. Okay, und Nisa. Mit Nisa reden wir mal. Komm, lass mal über dein Equipment reden. 32er. Mhm. Es lohnt praktisch nicht, hier die Rüstung auszutauschen. Das ist Quatsch. Dafür können wir ihm halt einen Helm geben. Zack. Genau. Da sieht er auch schon viel schnittiger aus gleich. Throwing Axes? Ich weiß nicht. Eine Battle Axe vielleicht? Ja, komm, Nisa. Ach, er kann dieses Item nicht benutzen. Das habe ich mir gedacht. Und das kann er auch nicht benutzen. Und die Throwing Axes kann er wahrscheinlich auch nicht benutzen. Mensch, Nisa, was ist mit dir los? Dafür kriegt er dieses wunderschöne Schild. Und alle sind zufrieden. Jaha. Und dann gleich nach Odasan. Hm, das hört sich an wie ein Hygieneartikel. Aber dafür gibt es auch 4 blitzblanke Nordrekruten hier. Dann nach Ritzi. Mal sehen. Vielleicht hat sich da jemand versteckt. In irgendeiner Ritze. Zzz. Einer. Ja, doch, es ist einer. Genau einer hat sich versteckt. Aber wir haben ihn mitgenommen für 10 Dinare. Mensch, das lässt sich doch alles gut an. Und jetzt mal gucken, ob hier in Tier noch irgendwas los ist. So rein Sea Raider mäßig jetzt. Achso, und nach Han möchte ich auch nochmal. Und dann nach Fena da und dann gucken wir in Tier mal vorbei. Manometer, das ist jetzt hier schon wieder dieses Herumstreifen. Aber wir müssen, wie gesagt, so, ich denke mal, 100 Leute zusammenscharen und dann können wir mal anfangen, hier die Bogen anzugreifen. So, 6. Sehr schön. 58. In Curin Castle. Oh, da sind ja ganz schön viele Gefangene. Ah, die würde ich mir am liebsten krallen. Aber es sind ja unsere Verbündeten, die Nord. Manometer. Yakinator gerät diesmal wirklich in so eine kleine Zwickmühle. Also wenn ich die angreifen würde, dann hätte ich echt ein Problem. In moralischer, wie in spieltechnischer Hinsicht. So, und auch nochmal 6. Deswegen mache ich das ja auch erstmal nicht. Deswegen lasse ich die alle in Ruhe, die Nordleute. Ja, ja. So, und ich habe euch ja in den letzten Tagen auch immer in Ruhe gelassen. Ab und zu mal, indem ich ein paar weniger Videos hochgeladen habe. Ich habe mir aber gedacht, ich bin neulich auf eine famose Idee gekommen. Oho. Und ich habe natürlich auch gedacht, ich wäre der Erste, der das irgendwie mitgekriegt hat. Aber ich war natürlich nicht der Erste. Eigentlich hat es jeder mitgekriegt, nur ich habe es nicht mitgekriegt. Ich kann ja so praktisch so ein bisschen hochladen, meine Videos dann auf privat stellen, dann seht ihr die erstmal nicht. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, dann schalte ich die nach und nach frei. Dann habe ich den ganzen Stress nicht, dass ich jeden Abend zu Hause sein muss oder so. Mann, bin ich blöd. Warum ist mir das vorher nicht eingefallen? Okay, aber erstmal Zeugs verkaufen hier. Ich mich über mich selbst ärgere. Ja, so werde ich das dann demnächst machen. Vielleicht am Anfang der Woche so eine richtig fiese Hochlad-Session, immer so 2 Tage durch oder so. Und dann hat man den Rest der Woche Ruhe und muss bloß noch auf den Button klicken und dann ist alles in Ordnung. Okay, ja, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Dum, 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 dum. Armor, was hat er an Armor? Auch nichts. Nee, nichts ordentliches. Ach, dann mal gucken. Spirit Hunter. Ich will aber einen Champion Hunter, Leute. Das wisst ihr. Okay. Aber ich kann den Leuten da keinen Vorwurf machen. Mal gucken, was in der Taverne so los ist. Da wartet doch bestimmt jemand auf mich. Mercenary Cavalry und Ramun, der Sklavenhändler. Nee. Ach, die Cavalry. Ja, die ist aber ganz schön teuer, ehrlich gesagt. Ich bleib am Stuhl hängen. Aber ich wollte eigentlich fragen. Los, Leute. 2. Yeah, Baby. 2 von denen. So, und dann ist unser Geld auch schon wieder alle. Habe ich jetzt eigentlich? Ja, habe ich. Gut. Ach, da habe ich ein, zwei Waffen vergessen. Aber okay, das ficht mich nicht an. Ich gehe lieber auf Sea Raider Jagd und, tja, das einzige Problem ist, die rennen uns einfach weg, diese blöden Sea Raider, wie gesagt. Okay, Yelbegi waren wir noch nicht. Ich glaube, da waren wir noch nie in Yelbegi Castle. Mal gucken, was in Riebelet dann los ist. Aber ich glaube, in Riebelet werden wir nicht so gemocht. Der Zustand wird sich auch über längere Zeit hinweg nicht ändern. So.